Hallo Freunde, hier ist wieder Papa Keks und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video, weil ist halt so. Ja, eventuell habt ihr ja gestern meinen spätnächtlichen Livestream noch mitbekommen mit dem wunderschönen Titel Test. Was es auch war, es war ein kleiner Test-Livestream, weil ich ein paar Sachen testen wollte. Und zwar habe ich jetzt nämlich ein paar Bots hier noch reingeknallt, beziehungsweise eigentlich nur einen, nämlich den Maxi-Bot in meinen Discord. Und ich wollte halt testen, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Nämlich ging es darum, Hilfe, da wollte ich gar nicht hin, so, da wollte ich hin, dass... Ja, also einmal Nightbot den Chat moderiert, das funktioniert ganz gut, aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel, dass in diesem Livestream Chat die Twitch-Follower angezeigt. Ah, das ist doch falsche Server, Mann. Hier, in diesem Livestream-Chat, ja, dass da Twitch-Nachrichten angezeigt werden. Also sowas wie Follow, Subscribe und so weiter. Funktioniert auch ganz gut. Problem ist nur, ich möchte ungern auf Twitch streamen, weil ich mag YouTube-Gaming irgendwie mehr. Und ja, deswegen habe ich halt probiert, ob ich damit Streamlabs irgendwie das umgehen kann, weil man kann ja hier, weil Streamlabs kann ja mittlerweile hier YouTube-Subscriber und alles anzeigen. Das finde ich sehr schön. Das kann man hier mal schön. Da. Nicht Settings. Ja. Geht halt. Da. Geht halt. Ne, das ist ja, ja. Die kommen hier bestimmt. Ich kenne mich damit nicht aus. Muss ich mir noch angucken. Alles genau. Auf jeden Fall, es werden Subscriber angezeigt. Das ist schon mal sehr schön. Ich habe probiert, durch diese Connection hier in Maxi zu integrieren. Problem ist nur, ja, da werden nur Tipps anscheinend integriert. Und da ich das alleine nicht testen kann, weil ich nur einen PayPal-Account habe, konnte ich das leider nicht ausprobieren. Sollte aber soweit funktionieren. Hoffentlich, dass dann auch ja, YouTube-Donations und ja, mehr kann ich ja noch nicht machen, weil ich ja noch kein Partner bin, also nicht monetarisiere, dass die dann auch hier angezeigt werden. Hoffentlich. Ich bin mir nicht sicher, ich hoffe einfach mal. Ja, das einzige Problem ist jetzt halt nur, weil Maxi halt wirklich nur die Tipps anscheinend importiert, dass auch ein Stream Start und Stopp nicht angezeigt wird. Wie es ja eigentlich sollte. Wo war denn das noch gleich? Hier war es nicht. Ich glaube, es war hier, wa? Warte mal, lass mal hier einstellen. Ne, stimmt gar nicht. Das war hier gar nicht. Was mache ich denn hier eigentlich? Oh Gott. Ja, nee, tschüss. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen mich vorbereiten, bevor ich irgendeine Scheiße mache. Ne, das war hier, genau. Da kann man nämlich hier einstellen von wegen Announce Livestream and Show Stream and Summary. Das funktioniert aber anscheinend auch nur für Twitch. Das finde ich sehr schade. Und, ja. Hier werden halt Follower, Subscriber, Tipps und Host angezeigt, aber halt auch nur für Twitch. Das ist doof. Also falls ihr euch irgendwie mit Discord-Bots und so weiter und YouTube-API auskennt, schlagt mir irgendwas vor, damit das auch mit YouTube-Abonnenten funktioniert. Das wäre nämlich sehr, sehr wunderbar. Ja, und noch eine kleine Sache. Oder mache ich das jetzt extra Video? Nein, ich klatsche das jetzt hier mit rein für meine treuen Zuschauer. Wenn dieses Format, was ich hier mal gemacht habe, vor ganz, ganz langer Zeit... Oh Gott, das ist so lange her, das wird hier nicht mal angezeigt. Nirgendwo. Hier, Kanal-Update. Falls ihr möchtet, dass das fortgesetzt werden soll, weil ich ja mal erwähnt habe, dass meine Abonnentenstatistiken etwas verkackt sind. Das liegt eventuell daran. Ihr müsst nämlich Folgendes tun, um dort dann, also wenn ich denn wieder das machen soll, dann schreibt mir bitte. Und wenn ihr auch da drin erscheinen wollt, also in dieser Liste hier, dann müsst ihr Folgendes machen. Nämlich geht ihr hier auf euer YouTube-Profilbild, auf YouTube-Einstellungen, Datenschutz und dann müsst ihr hier nämlich diese Checkbox, alle meine Abos als privat kennzeichnen, die müsst ihr abschalten. Okay? Die müsst ihr abschalten. Und dann sollte nämlich auch das hier passieren, wenn ihr abonniert.
Ja, das sollte dann passieren. Das wird dann hier auch in meinem Dashboard angezeigt. Ich habe das hier mal vor mir gestern. Wait a second! Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wieso habe ich das nicht mitbekommen? Okay, vor einer Stunde war ich noch gar nicht online. Ah, das kann es natürlich sein. Vielen Dank an dich, lieber E80D72A3. Willkommen in der Papa Keks Community. nee, ja. Also, wie gesagt, falls ihr in dieser Liste erscheinen wollt. In diesem. Oh, YouTube. Mann! Jetzt haben wir's. Falls ihr in dieser Liste erscheinen wollt, müsst ihr unbedingt eure Abonnenten auf öffentlich schalten, weil sonst kann ich das weder in einem Kanal-Update noch in einem eventuellen Livestream, ja, wird mir das denn angezeigt. Deswegen machtet. Machtet, wenn ihr Fame haben wollt. Ah, nein, Quatsch. Also, wenn ihr wollt, halt, ne? Wenn nicht, denn nicht. Aber wäre halt schön, weil dann hätte ich hier ein paar mehr Namen. Ja, das wäre es eigentlich schon wieder mit diesem wunderschönen Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, ich habe eigentlich über alles geredet. Ich habe darüber geredet, was ich gestern getan habe. Ich habe ein paar Bots eingerichtet, die noch nicht so ganz so funktionieren, wie sie sollen, aber so halbwegs. Und ja, mit den Donations muss ich dann halt nochmal gucken, falls ich irgendwie an ein anderes PayPal-Account komme. An ein anderes, anderen PayPal-Account komme. Dass ich das mal teste. Ansonsten, ja, das wäre schon weit gewesen für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bestimmt mal wieder bei irgendeinem Livestream oder Video oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, mein Discord. Ja, also falls ihr Fragen oder sonst was habt, könnt ihr mich da immer erreichen, weil auf YouTube sehe ich immer manchmal halt nicht sofort die Kommentare. Weil ich bin da eh fast immer online. Ja, also entweder schreibt ihr das halt in dieser Chats, was gar nicht geht, weil ihr am Anfang keine Rechte habt. Wieso hat er keine Rechte mehr? Mensch. Sehr schade. Oder ihr packtet einfach hier, klickt da hier auf meinen Namen. Und dann sollte da stehen, von wegen Direktnachricht anschreiben. Ich kann jetzt ja hier mal mit Handlock machen. Und dann steht da hier Nachricht an @handlock. Und da kann ich jetzt schreiben: Hallo? Dies ist eine voll wichtige Nachricht. Ausrufezeichen. So, und jetzt wird er mich gleich wieder zuflamen, warum ich ihn hier irgendwas Müll schreibe. Aber ja, dann wird das hier halt angezeigt und dann bekomme ich das auf jeden Fall. Ich glaube, ihr müsstet das mir auch schreiben können. Ich bin mir gerade unsicher, aber müsste bestimmt gehen. Benachrichtigungen, Nachricht, habe ich glaube ich eingeschaltet. Ja. Bestimmt. Probiert's einfach aus. Wenn's funktioniert, dann funktioniert. Wenn nicht, dann nicht. Aber ja, ich ziehe das Video hier schon wieder unnötig in die Länge. Also denn, bis zum nächsten Mal, Freunde, und tschüss.